Ja, hallo, ich bin der Christoph vom Kollektiv Z. Ich mache Wein zusammen mit Marie. Und das hier ist unser Village Village. Das ist unser Weißwein, der Einstieg. Wir haben auch noch Lagenweine. Und der Village Village ist eine Cuvée aus unseren kleinen Parzellen, wo Silvaner, Riesling, Gewürztraminer wächst. Und ja, alle unsere Weine werden mit der Hand gelesen. Also wir haben jedes Jahr ein sehr illustres Leseteam, die mit uns die Trauben ernten. Und mit der Hand gelesen, dann maischen wir die Trauben ein in so offenen Bütten. Da gären die 2 Tage ungefähr an. Das variiert von Jahrgang zu Jahrgang. Bei heißen Jahren machen wir das ein bisschen kürzer. Wenn es kühler ist, bleiben sie ein bisschen länger auf der Maische. Und dann wird die Maische abgepresst, kommt in die Weinkelter, wird abgepresst und dann lassen wir den Most per Falldruck in unseren Keller laufen. Und dann kommt der Most in kleine Holzfässer, also Barriques, 224, 25 Liter. Dort gärt der Wein ganz normal, spontan durch, bis er klar ist. Und in der Regel füllen wir nach circa 10 Monaten die Weine ab. Und in dem Fall war der ohne Schwefel, also wirklich naturrein dann in der Flasche. Das machen wir von Jahr zu Jahr auch abhängig, ob ein bisschen was draufkommt oder nicht. Aber das ist unser Village Village. Und sensorisch müsst ihr irgendwie selbst entscheiden. Für mich ist es ein sehr komplexer, sehr tiefer Wein mit einer schönen Salzigkeit von unserem Muschelkalk, der in Leichstadt vorherrscht. Und ja, probiert's aus. Er hat eine leicht, so ein bisschen Brioche ist immer dabei, sehr kräutrig, sehr tief, ein bisschen salzig. Nicht so die Fruchtbombe. Und wir mögen ihn sehr.